Wow, geh mal weg. Dunkle Gassen, die Rauchschwaden steigen hinauf. Wir haben Sachen mit dabei, die sonst hier keiner mehr kauft. Sind die Könige der Stadt, denn nur wir haben das Beste. Königsklasse, die anderen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Freunde. Das hier war gerade hier so ein Smoke-Ding von Xplode. Auf jeden Fall richtig geil. Und wenn ihr die ersten zwei Teile noch nicht gesehen habt, dann checkt ihr auf jeden Fall ab. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß hier mit der dritten Tour hier morgens an Silvester. Let's go! So, jetzt hier ein paar 8-fach-Kanonenschläge von Veko hier in der Crispus von Teil 2, Leute. Wenn ihr nicht gesehen habt, checkt ihn auf jeden Fall ab. Der Brenner geht schon auf, Leute. So, zippen wir erstmal ein, sonst kriegst du mit dem Brenner nicht hin. Auf jeden Fall richtig geil. Die ploppen halt echt nur raus, Leute. Die sind halt zu schwach, um das Ding zu sprengen. Jetzt noch mal ein. Oh, Leute. Okay, so funktioniert das auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, jetzt die letzten zwei hier. Ich nehme mal kurz raus. Und ich schmeiß mir jetzt mal hier ein bisschen die Straße lang mal gucken. Auf jeden Fall richtiger Müll, Leute. Also, das ist ja mal richtig scheiße. Also keine Kaufempfehlung hier für die 8-fach-Kanonenschläge. So, Fast Pure hat jetzt hier was richtig Geiles. Quackencracker-Matte und ein Vesuv-Vulkan. So, Jungs, wir haben jetzt eine kleine Massenzündung und zwar eine ganze Packung Quackencracker 20er mit einem schönen Vesuv gezündet. Wix raus. Würde ich sagen, soll ich denn? Lego, lass ihn an. Teamwork, ich alles mal. Ja, moin. Hau ab. Richtig schöner Vulkan, aber scheiß Böller, Leute. Auf jeden Fall. Oh, kriegen wir noch einen Luftteiler? Kacke, kriegen wir nicht mal an. Kannst du ihn hier zünden? Perfekt, da haben wir noch einen Funkluftteiler. Richtig geil, Teil in CBS beim nächsten Artikel. Bis gleich. So, Leute, jetzt hier für euch die Defender-Bombenrolle von Panda. Hier erstmal ein Zweier. Let's go. Ich glaube, die mit Crackling. Die drei sind, glaube ich, mit Titanwirbel um. Sehr schön. Jetzt machen wir gleich. Oh. Der heißt sehr geil. Jetzt haben wir hier einen Zweier und einen Einser, also zweimal Crackling. Ich mach gleich mal beide an hier, wenn ich es hinkrieg. Und ja, let's go. Perfekt. Sehr schön, ich würde sagen, jetzt machen wir noch den einen, der was noch einen Knall hat, dann die anderen zwei Titanwirbel. Defender 3, nee, der ist der mit Wirbel. Defender 1 ist der mit Knall, der andere auch noch mit Wirbel. Ich glaube, der ist einer mit Knall wieder. Sehr geil, Leute. Kann man auch gut am Tag töten. Dazwischen hier wieder. Oh, ja, das hier oben. Wieder mit dem Vesuv gezündet. Ah, nee, lass den Vesuv lieber hinstellen. Sieht schön aus. Warte. Ja, aber wie willst du dann zünden? Gar nicht. Zünd die einzeln. Lass den Vesuv hinstellen, bitte. Und, ja, dann. Spray rein. Fast Büro ist echt verrückt, Leute. Fast Büro ist verrückt. Das war's mal wieder komplett. Junge, du bist echt verrückt. Okay, und jetzt hier, stell den einfach hier hin, den Vulkan, den Vesuv. Und jetzt gibt's hier einen schönen Vesuv. Nein, lass, nur einen Vesuv, ja. Schönen Vesuv hier. Mit Hintergrund. Mit Hintergrund, danke, dass du mir einen Müll hinstellst. Geh mal ein bisschen hier raus aus dem Ding drauf. Sehr schöner Vulkan, Leute. Sehr geil. Ich würde sagen, jetzt noch schnell die zwei schönen Defender mit Titanwirbel. Let's go, Leute.
Ja, beide an. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Artikel. Bis gleich. Oh, noch ein Flashbang. Dann sehen wir uns gleich hier beim nächsten Artikel. Bis gleich. Oh, wie schon vernebelig, Leute. So, jetzt Pfaffander Kong Max hier mit so einem Leuchtding gezündet. Zieh mal durch. Jawohl, Alter. Lassen alle an. Geil, das war die schlechte Charge. Dann haben wir hier noch einmal Veko Flashbang. Ich würde sagen, reiß mir auch mal schnell auf. Genau, sehen wir uns am kurzen Cut wieder. Oder ja, nee, wir bleiben kurz dabei hier, Leute. Auf jeden Fall, wenn ihr die erste und zweite Tour noch nicht abgecheckt habt, macht es auf jeden Fall. Wir haben hier schon fett gezündet, Leute. Hier schon ein Ding voll. Da vorne auch schon was voll. Und jetzt gibt es für euch hier ein paar Standard-Veko Flashbang. Ich würde sagen, machen wir gleich noch mehr. So, ja, ordentlich hier knallen, Leute. Holen wir alle her. Auf jeden Fall Veko Flashbang 290, Leute. Muss. So. Let go. Fast Pyro hier mal kurz wieder durchschlimmen. Ah, 5 Stück. Ja, 5 Stück. Perfekt. Oh, Nachzügler. Jetzt die letzten 5. Auf jeden Fall richtig geile Teile, Leute. Waren jetzt sogar lauter als die aktuellen Thunder Kong Max deutlich. Ihr habt es ja rausgehört. Sehr, sehr schön und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Artikel. Bis gleich. Erstmal am Tag hier so ein Strobe Fountain von Jorge. Richtig geil. Blinklicht am Tag natürlich edel. Sieht man natürlich richtig viel, aber Leute, für euch wird natürlich nicht gespart, sondern für euch wird geballert. Und ich hatte die Hauptsache. Brennen wir mal kurz rein. Ja, da ist es. Da haben wir so die Zündschnur. Jetzt muss ein bisschen blinken. Nice, fast Büro holt ihr schon an und Stuff. Max und ein Schocker sogar, hatten wir jetzt noch nicht. So, kann ich da mal hinstellen. Oh, schön. Das können wir ein bisschen hingehen. So sieht das Ganze aus, Leute, wenn es abbrennt. Passt. Sehr schön, wieder Mastzündung, Leute. Teil 3 ist sehr viel Bombenrohrlastig. Die anderen Teile sind eher ein paar andere Dinge. Könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn euch natürlich die Zündeltour gefällt, könnt ihr es natürlich zeigen mit der positiven Bewertung in Form von einem netten Kommentar und einem Like. Würde ich auf jeden Fall freuen, Leute. Das unterstützt immer enorm. Nur Hate-Kommentare bitte. Bei Pyro-Toaster. Auf jeden Fall, Leute, macht es echt Bock, für euch hier zu drehen. Ich habe wieder Bock auf Silvester, Leute. Sehr, sehr geil. Let's go. Sehr, sehr edel, Leute. Und ich würde sagen, als Finale hier von der Tour gibt es jetzt die Leslie Gold. Nehmen wir gleich mal hier rüber. Da bin ich jetzt richtig gespannt, Leute. Das ist ja noch eine ältere, weil die aktuelle soll ja nicht mehr so gut sein. So, ich stelle mir einfach... Ist das die von mir? Nee. Nee, das ist die von Pyro Toaster. Pyro Toaster Beste. Und ja, direkt hier angezündet von was Pyro, da kennt er nichts. Okay. Sieht man halt nichts, aber egal, Leute. Sehr, sehr geil, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt unbedingt die anderen zwei Touren ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein und ciao.